Ich glaube, ich bin noch nie so oft umgekippt wie in diesem Spiel. Ich gehe immer ganz, ganz schnell. Ich gehe immer ganz, ganz schnell ins Bett. Weil ich immer Angst habe, umzukippen. Das ist mir noch nie passiert, tatsächlich. Du isst doch gerne, oder, Toffee? Wer tut das nicht? Und am besten schmeckt selbstgekochtes. Bring mir 3 Eisen und dann baue ich eine Küche für dein Haus. Wir müssen doch mal in die Mine. Wir brauchen 3 Eisen. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich glaube, wegen dir fange ich wieder mit Harvest Moon an. Aber mit den Älteren wahrscheinlich, Toda, oder? Wahrscheinlich fängst du wirklich mit den Älteren an. Weil, du bist ja zum Beispiel auch einer von denjenigen, die halt die alte Variante von Animal Crossing noch gespielt haben. Und für die ist vielleicht diese Variante gar nicht mal mehr so gut. Oder du wartest auf Story of Seasons. Das kommt ja in 3 Wochen raus. In 2,5 Wochen. So. Gut. Das da noch. Von den neuen Sachen müsst ihr. Die Tomate! Da ist sie! Da ist sie, unsere Tomate! Seht sie euch an! Alter, die sieht ungesund aus. Die würde ich doch nicht essen. Das sieht nicht gesund aus. Tut mir leid. Da kipp's ja um. Warte. Warten wir deine nächsten Spielstunden ab, dann frage ich nochmal. Okay, oh Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst. Bei Animal Crossing ist seit März Mario auf der Insel und es gibt einiges zum Aufstellen von Mario. Das stimmt. Reiseurme, da sagst du was. Es ist ein neues Update. Tatsächlich ist es für mich aber immer noch kein Grund, da weiterzuspielen. Für mich bietet Animal Crossing einfach ein bisschen zu wenig. Irgendwie habe ich mir mehr erhofft, als ich das Spiel angefangen habe. Der Multiplayer ist leider nicht so gut gelungen. Es wäre schon schön gewesen, wenn man wirklich mit anderen Freunden auf einer Insel was zusammen machen kann. Aber es geht, viel machen kann man halt leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade. So, kann ich noch was anderes ernten, oder? Nee. Den Spargel auch noch nicht? Immer noch. Alter! Wie lange braucht denn der Spargel? Ich habe jetzt 1000 Channel-Punkte. Und hast du gleich mal wieder 100 dafür ausgegeben, für eine hervorgehobene Nachricht. Aber danke, danke, danke für die Dings. Das müssen wir übrigens auch nochmal machen, Leute. Das ist gut, dass du das jetzt sagst. Ich würde gerne mal demnächst mit euch besprechen, was man mit den Punkten machen könnte. Ich habe sie ja schon umbenannt in Pampelmusen. Also bei mir sammelt ihr keine einfachen, ganz normalen Punkte. Bei mir sammelt ihr im Livestream Pampelmusen. Und was wir damit machen können, die kann man ja ein bisschen customizen. Wenn zum Beispiel 500 Punkte eingelöst werden, kann ich, was weiß ich, eine Stunde lang mir eine Nase bohren oder sowas. Das will aber keiner sehen. Das müssen wir uns bei Gelegenheit auch nochmal angucken, ob ich vielleicht das ein oder andere da einprogrammieren kann. Ne? Ich habe fast 3000 Punkte. Ihr seid sehr fleißig am Schauen. Ich bin sehr stolz auf euch. Aber hey, eine Frage. Wer wird Millionär spielst du auch nicht mehr, oder? Tatsächlich gibt es noch eine Folge Wer wird Millionär, die ich noch nicht rausgehauen habe. Eine einzige. Und ich habe auch überlegt, Wer wird Millionär zum Beispiel ist ein Spiel, das ja quasi kein Ende hat. Also es gibt keine Situation, wo man sagt, jetzt ist Wer wird Millionär, außer man halt alle Fragen durch hat, aber es gibt ja immer noch Fragenpakete, die ich freischalten kann. Also ansonsten ist das Spiel ja eigentlich immer noch weiter spielbar. Und ich möchte mir das tatsächlich offen halten, ob ich irgendwann dann einfach mal ein bisschen wieder weiter zocke. Einfach wieder ein paar Folgen aufnehmen oder so, wenn ich mal wieder ein bisschen Luft habe. Gerade aktuell haben wir aber andere Projekte hier am Laufen. Ich möchte natürlich nicht pro Tag irgendwie 10 Videos raushauen oder sowas, nur damit alles irgendwie weitergeht. Aber gerade bei Wer wird Millionär würde ich schon sagen, dass ich es nicht als abgehakt ansehe. Wie gesagt, eine Folge habe ich noch, die habe ich noch nicht rausgehauen und ansonsten würde ich das Spiel wahrscheinlich auch noch irgendwann weiterspielen. Margeritensamen! Ja, die anderen müssten einfach nochmal fertig wachsen, dann habe ich eigentlich schon, was ich will. Oh, die Bäumchen! Seht ihr, wie schön sie sind? Mein Rucksack ist voll! Nein! Kann ich die jetzt schon... Aber ich sollte sie, glaube ich, noch nicht abholzen, oder? Der Baum ist zu schwer. Okay, alles klar. Dann lassen wir es.
Wo bleibt denn mein Schwert? Och Mann, das wollte ich jetzt auch noch einstellen. Ach, Entschuldigung, Kolo, aber es geht ja jetzt gerade noch, oder? Ja, bitte, bitte, ich weiß nicht, was ich mit meinen fast 5000 machen soll. Das ist ja noch gar nichts. Es gibt ja Leute, die streamen schon seit Ewigkeiten und haben hier irgendwie, und da sammelt man irgendwie 100.000 von den Dingern. Und die haben echt Probleme, das Zeug irgendwie loszuwerden. So, weg mit der Sonnenblume. Das kann weg. Das kann weg. Die blaue Tomate kann weg. So, weg, 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 weg. Also zweimal. So. Gut. Rote Paprika. Dann kümmern wir uns um unsere Tiere. Und dann gehen wir wieder ins andere Dorf. Nee, Quatsch. Nee, ich muss ins Ding gehen. In die Mine. Ich brauche Eisen. Ganz viel. Das muss unsere nächste Aufgabe sein. Wer denkt, dass er in dieser Folge die Millionen geknackt hat? Das war tatsächlich nicht der Grund, warum das die letzte Folge war. Es war einfach nur der Grund, dass ich andere Projekte gerade am Laufen hatte, beziehungsweise priorisiert hatte. Und deswegen habe ich vorerst die letzte Folge Wer wird Millionär aufgenommen. Ich möchte euch natürlich nicht spoilern, ob ich die Millionen geknackt habe oder nicht. Das möchte ich natürlich nicht verraten. Aber seid gespannt. Alles gut, mir ist nur aufgefallen. Du machst auf jeden Fall alles gut weiter. So, oh, Dankeschön, vielen Dank. Freut mich, wenn es euch gefällt. Wenn ich euch unterhalten kann, finde ich, habe ich alles richtig gemacht. Und vielen Dank vor allen Dingen für jegliche Form von Unterstützung. Man sagt es zu selten als Streamer und YouTuber. Sagt es zu selten, aber ich möchte es nochmal hervorheben. Wir sind nicht gerade... Ach Quatsch, es ist ja eh Nachmittag. Warte mal. Ich muss noch... Nee, ich gehe trotzdem in die Mine. Ich gehe trotzdem in die Mine. Aber nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Egal, ob in welcher Form... Einfach nur als Zuschauer, als Sub bei Twitch, wo ihr mir wirklich, wirklich sehr viel helft, weil das Ganze hier natürlich auch Geld kostet, ist ganz klar. Die Spiele, die ich kaufe, kaufe ich natürlich auch teilweise für mich, aber teilweise auch, teilweise auch für den Channel. Und ein großes, großes Dankeschön an jegliche Form der Unterstützung, finde ich immer sehr, 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 sehr schön. Tammy Bones, hallo! Toffi, du hast das Ei bitte in den rechten Kasten. Oh shit, ich habe ein Ei vergessen, ne? Also ich hätte es in den rechten Kasten packen sollen? Wieso, was bringt das? Kommt dann ein Küken? Wieder da, Jessie ist wieder da. Jessie, du hast schon ganz viele Eier gelegt. Und du bist fett geworden in dem Spiel. So, Eisen 1. Stein. Glas Rohedelstein. Wie viel brauche ich denn? Warte mal. Suche Kanone. Nee. Ich meine, hier. Baue eine Küche. Wir brauchen 3 Eisen. Und aktuell haben wir 1. Okay. Klingt minimal falsch. Im Spiel. Ich habe es doch noch extra so gesagt. Im Spiel. So, 2 Eisen haben wir. Ein drittes brauchen wir noch. Bitte, du bist sowieso im Moment mein Lieblings-YouTuber. Oh, wenn das jetzt im Moment nicht betont hättest, dann hätte ich jetzt noch viel schöner gefunden. Es klingt irgendwie so, aktuell bist du mein Lieblings-YouTuber. Das kann sich aber jederzeit ändern. Also streng dich gefälligst an. So klang das jetzt. Aber vielleicht, ne? Ja, stimmt's ja auch. Hab dich tatsächlich auch über YouTube gefunden und bin dadurch hier gelandet. Echt? Ich glaube, die meisten sind von euch von YouTube, ne? Ich glaube tatsächlich, dass man auf, das hat Brownie nämlich auch mal gesagt, auf Twitch ist es wahnsinnig schwierig, neue Zuschauer zu generieren, wenn man halt wirklich darauf aus ist, irgendwie viele Zuschauer zu bekommen oder so. Ist es anscheinend echt schwierig. Ich bin zu wenig auf Twitch gewesen, um das wirklich beurteilen zu können, aber es ist tatsächlich so, oh, ein Uzi-Lutsch wieder. Ich streichel dich nochmal. Tatsächlich ist es so, auf YouTube, meiner Meinung nach, ist es halt einfacher,
gesehen zu werden, weil viele Leute auf YouTube gerade etwas suchen. Beispielsweise, du willst dich über Harvest Moon informieren, dann gibst du bei YouTube Harvest Moon, One World oder eine Welt ein und dann kriegst du irgendwelches Gameplay, um dir einen Einblick von dem Spiel zu verschaffen. Und dadurch wirst du halt gefunden. Auf Twitch, da muss man dann halt explizit ein Interesse an einem Livestream haben und gerade ein Livestreamer in den Bruchteil einer Sekunde, gerade wenn du ihn eingeschalten hast, schon sympathisch zu finden, um zu wissen, den gucke ich mir öfter an, ist bestimmt sauschwer. Das muss bestimmt sauschwer sein. Oh, ah nein, das Ei wollte ich... Ich wollte das Ei eigentlich in den rechten Kasten packen. Egal. So. Jetzt schlafen. Das reicht jetzt. Ich hab das Ei verkackt. Hier muss man quasi jeden Hype mitnehmen, theoretisch, wenn man groß sein will. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Man muss halt die Spiele spielen, die halt wirklich sehr, sehr groß im Trend sind. Gerade was Live-Sachen angeht. Wahrscheinlich ist das wirklich so. Kodo hat recht. Also ich habe dich gestern wegen Harvest Moon entdeckt und heute dann beschlossen, dir zu folgen. Das ist sehr, sehr schön auf jeden Fall, dass es anscheinend auch so funktioniert. Ausnahmen bestätigen quasi die Regel, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Aber egal, wie ihr hierzu gekommen seid, wenn ihr glücklich seid, wenn ihr froh seid, dass ihr hier seid und Spaß an den Streams und an den Videos habt, dann bin ich zufrieden. Natürlich ist es ein Geben und Nehmen. Ich habe immer wieder gesagt, weil viele Leute auch fragen, hey, du hast viel zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt für deinen Content, den du machst. Du solltest mal das und das machen, dann kriegst du vielleicht mehr Zuschauer. Dann sage ich auch immer, ja, ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber natürlich, muss man fairerweise dazu sagen, man macht YouTube ja, YouTube oder Twitch nicht nur für sein eigenes Vergnügen, sondern man hat ja schon irgendwie so im Hinterkopf, dass es ein bisschen Erfolg hat. Das muss man fairerweise dazu sagen. Ich möchte mich jetzt natürlich nicht rausreden und sagen, ja, ich mache das nur, weil es mir Spaß macht. Natürlich ist es schön, wenn man Erfolg hat. Ist immer schön. Es ist eine ganz tolle Sache. Und das motiviert auch weiterzumachen. Aber was man auf gar keinen Fall tun sollte, ist, mit YouTube oder Twitch anzufangen, weil man den großen Hype generieren möchte. Es sollte schon eine gewisse Leidenschaft da sein und einfach auch Durchhaltevermögen, dass man halt auch die Spiele spielt, die man spielen möchte und nicht nur das, was den Hype generiert, weil die Spiele, die halt eben im Hype sind, sind nicht unbedingt immer die Spiele, die du geil findest. Panda Cake, dankeschön für ein Follow, dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Eben, was ich noch sagen wollte, die Spiele, die halt im Hype sind, sind nicht unbedingt die Spiele, die du gerne spielen möchtest. Fortnite zum Beispiel. Ich habe auf dem Fortnite-Hype, bin ich nie wirklich angesprungen. Ich habe es zwar ein paar Mal gestreamt, weil ich es einfach selber mal spielen wollte. Und ich habe es auch eine Zeit lang sogar privat gespielt, also so ist es nicht. Da bin ich auch selber mal dabei gewesen und habe es toll gefunden. Aber ich habe nicht gesagt, das ist jetzt das Ding auf YouTube, das muss ich machen, sonst kriege ich keine Zuschauer. Weil es bei mir halt einfach langweilig gewesen ist, weil ich kein guter Fortnite-Spieler bin. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Also muss ich es auch nicht weitermachen. Und solche Spiele liegen mir eher. Ich bin halt eher so der Quatschtyp. Ich rede viel und rede gerne mit Leuten. Und dann sollte ich vielleicht eher Spiele wie das hier. Spiele, bei denen ich wirklich mit Leuten diskutieren kann und mich auch über das Spiel manchmal lustig machen kann. Das mag ich auch immer ganz gerne. Was hatte ich noch geschrieben gehabt? Warte mal. Gestern erst, witzigerweise, weil ich mir mit dem Harvest Moon Kauf so unsicher war, eigentlich ein Video dazu sehen wollte. Ich habe es dann nicht mal geschafft zu warten, bis du mit der Charaktererstellung fertig warst. Das ist ja cool. Auf YouTube folge ich dir auch schon länger, habe dich aber auf Twitch irgendwie nicht gefunden. Ich habe aber tatsächlich bei den letzten Videos, die ich rausgehauen habe, gerade weil wir ja erst seit einer knappen Woche erst wieder auf Twitch streamen, habe ich tatsächlich unter zwei Videos zumindest mal in den Kommentaren geschrieben, dass ich jetzt wieder auf Twitch bin und habe auch den Link reingepostet. Glaubt ihr, ich sollte das nochmal ein bisschen intensivieren, damit die Leute, also jetzt nicht wirklich, also jetzt nicht, weil ich jetzt sage, oh, das muss jetzt unbedingt, ne, ich muss jetzt unbedingt hier... Aber halt diejenigen, die halt eben wirklich gerne mal dabei wären, dass die halt Bescheid wissen. Aber ich hab's ja eigentlich gesagt, ne? Ich hab's ja eigentlich mehrere Male gesagt. Ich dachte, das reicht, aber vielleicht wohl doch nicht.
Leider kann ich in der Woche mittags nicht zuschauen, bin da arbeiten. Tammy, da sagst du was. Es war jetzt eigentlich nur mal ein Test. Ich habe überlegt, ob ich jetzt auch mal den, also jetzt hier am Wochenende mittags, das ist eigentlich ganz cool. Das gefällt mir persönlich auch immer ganz gut, weil ich am Wochenende mittags sowieso Zeit habe. Weil es halt Wochenende ist, nehme ich mir die Zeit natürlich auch. Unter der Woche habe ich auch nicht immer Mittagszeit, tatsächlich. Der Kleine schläft zwar mittags immer, aber heißt nicht, dass ich immer Zeit habe. Ich habe ja auch noch andere Verpflichtungen. Ich denke, auch unter der Woche werde ich es auch mal abends hin und wieder machen. Mittags und abends wird wahrscheinlich eher selten funktionieren. Kann auch mal funktionieren, aber ich glaube eher seltener. Ich würde sie die Videobeschreibung schreiben. Lady June, das habe ich eine Zeit lang versucht. Tatsächlich lesen die Leute die Videobeschreibung gar nicht mehr. Das ist tatsächlich so. Das habe ich nämlich mal rausgefunden. Das habe ich früher mal gemacht. Da habe ich in die Videobeschreibung verschiedene Informationen reingestellt. Beispielsweise, ja, Discord-Server oder sonst irgendwas. Videobeschreibungen werden nicht mehr gelesen. Ich weiß nicht, wieso. Es ist tatsächlich so. Deswegen habe ich es als Kommentar reingeschrieben, weil wenn die Leute kommentieren, sehen sie das halt schneller. Wenn halt ein Kommentar vom Ersteller des Videos persönlich kommt, dann lesen sie das, glaube ich, schneller. Ich würde, wenn möglich, den Namen gleich halten und Link tatsächlich einfach mal in die Beschreibung packen. Ja, das Problem mit dem Namen ist, leider gab es Toffi schon. Das war's. Und Roundspark will ich mich auf YouTube nicht mehr nennen, weil das früher mal der Fall war. Oh, ich brauche zwei. Entschuldigung. Roundspark habe ich früher auf YouTube geheißen. Aber jetzt mittlerweile ist halt ein bisschen schade. Naja, gut. Schauen wir einfach mal, wie sich's entwickelt, ne? So. Was ist nächster Punkt? Ich muss zu unserer Professorin, unserem Doc. Die muss unsere Küche kochen. Küche kochen. Eine Küche bauen. Die würde uns doch noch eine Küche bauen. Wenn wir ihr 3 Eisenerz geben. Dann machen wir das jetzt, okay? Ups. Stimmt. Oder sowas wie Toffee Twitch oder Official am Ende. Stimmt. Da wäre zumindest mal der Toffee-Name mit drin. Da hast du recht. Ich kann ja mal vielleicht... Wir können ja mal einen Namen suchen. Können wir ja mal einen Namen suchen. Stimmt. Wäre eigentlich gar keine so doofe Idee. Ups. Ups. Ich muss hier runter. Mama, ich bin zu Hause. Sollen wir erstmal zu Mama gehen? Hallo Mama. Du bist hier immer willkommen, egal wie alt du bist, mein Schatz. Schließlich ist das hier dein Zuhause. Ja, natürlich bin ich immer willkommen. Ich bringe ja auch mal Kartoffeln. Was für eine Frage. Öffne Docs Laden für Handwerk und Erfindungen, wenn du vor Docs Maschine stehst. Und A-Knopf, okay. Aber ich muss ihr ja erstmal hier mein Zeug geben. Sag mir einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ja, ich möchte nicht, dass du dich alleine abmühen musst. Möchtest du etwas kaufen? Was ist das? Eisen? Einfach nur Eisen? Okay. Die Frage ist nur, wie kriege ich jetzt mein Ding? Ich dachte, ich sollte ihr Eisenerz bringen. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Warte mal. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ach doch, 3 Eisen. Okay, ja gut, dann müssen wir das Eisen erst herstellen und dann können wir es ihr geben. Okay, Entschuldigung, habe ich total verpeilt. 3 Eisen hergestellt, sehr schön. Gut. Toffee, das Toffee-Fee, oh Gott. Toffee TV, Toffee Dilla Roundspark TV, Toffees Pizzeria, Toffee und Kodos Kuhbeziehung. Alter, was für kranke Namen. Oh Gott, nee, da würde ich nicht einschalten, wenn das so heißt. Schon aus Prinzip nicht. Und guckt euch bitte mal dieses hässliche Bild da hinten an. Ist das sie? Ach, das ist an irgendeinem Tag gewesen, wo sie sich mal nicht rasiert hat. Und warum hängt sie das dann auf? Es ist gar nicht so doof.
Häng ein Bild von dir auf, wie du am hässlichsten aussiehst und stellst direkt vor etwas, wo du jeden Tag vorbeiläufst oder irgendwie sowas. Und dann bist du jeden Tag, bist du darauf, siehst du dann halt jeden Tag dieses Bild, wie hässlich du bist und weißt, scheiße, ich muss mich noch hübsch machen. So will ich bestimmt nicht wieder aussehen. Ist gar nicht so doof. Mache ich jetzt in Zukunft auch. Wobei, es gibt gar keine hässlichen Bilder von mir, weil ich nie hässlich bin. Bin ich ein Trottel, ne? Hui, sieh dir nur an, was du alles gesammelt hast. Gut gemacht, Toffi. Jetzt hör dir das an. Ich habe eine Küche in dein Haus gebaut. Wie denn das, bitteschön? Du standst doch die ganze Zeit neben mir. Jetzt kannst du zu Hause kochen. Koche in der Küche mit A-Knopf. Wenn du die entsprechenden Rezepte und Zutaten hast, kannst du zahlreiche Gerichte kochen. Durch Essen erhältst du Ausdauer zurück. Ja, nice. Dann können wir jetzt endlich mal wieder auf große Tour gehen und ohne Angst zu haben, dass wir verrecken. Das ist sehr, sehr gut. Ich dachte die ganze Zeit, sie wäre ein Er. Nee, tatsächlich ist sie eine Sie. Und die sich offensichtlich auch gerne mal rasieren möchte. Entschuldigt. Husten. Ich schätze, dass es der Großvater oder ihr Ausbilder ist. Ach Quatsch, das ist sie, das hast du doch gesehen. Kudo, gibt sich doch keine Illusion hin. Das hat man doch gesehen, dass sie das ist. So, gucken wir uns mal eure neue Küche mal an. Oh, guck mal. So eine richtige Single-Küche mit einer Herdplatte. Was kannst du mit einer Herdplatte machen? Selbst Spaghetti mit Soße. Da streikt das ganze Ding hier ja schon. Machst du erst die Spaghetti, die stellst du dann zur Seite, dann machst du die Soße warm und während die Soße dann fertig ist, sind die Spaghetti schon wieder arschkalt. Ich bin mit dieser Küche nicht zufrieden. Doc ist ein Junge und die Person auf dem Bild ein Charakter aus einem früheren Harvest Moon. Echt jetzt? Doc ist ein Junge und das ist der Ich dachte, das ist eine Frau. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre eine Frau. Aber jetzt wirklich, ohne Scheiß jetzt. Okay, gut, dass wir das jetzt wissen. Habe ich wirklich nicht gedacht. Ich finde, die Frisur sah sehr feminin aus. Aber gut, ne? Jedem das Seine. So, erstmal wieder Sachen verkaufen, bevor wir ins Bett gehen. So, ich brauche Kohle. Das muss behalten werden, das muss behalten werden. Oh, Alter, unsere Aufgaben dauern so lange. Ah, schnell ins Bett. Schlafen und an Aufgabenerfolge denken, träumen. Ne? Noch nicht mal die Küchentheke. Ja gut, dafür haben wir einen kleinen Schränkchen nebendran. Da können wir zumindest unsere Zwiebel schneiden. Oh, wer will was von mir? Hey Toffi, ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ich brauche 2 Bronze. Wenn du mir nicht hilfst, könnten wir beide ernste Probleme... Jo, so helfe ich dir doch gerne. Erpressung. Mhm. Also, wenn ich dir helfe, könnte es aber durchaus sein, dass ich dir ganz spontan gegens Schienbein trete. Ne? Ist aber dann auch nicht persönlich, liegt an der Erpressung. Sorry. Oh, ernst jetzt. Kannst du auch im Menü überprüfen? Da stehen allen Charaktere und bei Doc ist das Symbol männlich. Ernsthaft? Oh, das muss ich gleich mal kurz gucken. Warte, hier. Freunde gewinnen? Hier? Tatsächlich, da, männlich. Und das sind die Bachelor. Ich könnte eine romantische Beziehung mit der zickigen Gabrielle anfangen? Ich kann keine romantische Beziehung mit den kleinen Viechern hier anfangen. Das ist schade. Naja, vielleicht nehme ich auch ein Schaf. Uschila. Oh, nee, böse Bilder in meinem Kopf. So, erstmal Kodo sauber machen. Kodo, du warst schon wieder echt dreckig. Wo warst denn du? Ich finde Gabrielle toll, könnte an der Optik liegen. Aber die ist zickig wie nix. Die ist voll zickig, die Olle.
Was hat sie letztes Mal gesagt, als wir sie besucht haben? Die hat mich da voll angeblufft. So, ich soll hier das Ei reinlegen. Warte mal. Ich lege jetzt mal hier ein Ei rein. Ich glaube, das wurde ja mir gesagt, ne? Halten. Ei. Brütet das jetzt dann? Oh, cool. Da kriegen wir ein kleines Küken. Das ist ja cool. Nimm Ahina. Ich würd schon gern so eine Zickenbeziehung anfangen. Dann kann ich mich auch über sie lustig machen. Ich fände das tatsächlich sogar richtig cool. So eine richtige Kackbeziehung. Da können wir richtig schön ablästern. Jedes Mal, wenn wir auf Tour sind, dann lästern wir über unsere ekelhafte Freundin, die zu Hause hockt und kacke ist. Okay. Ich hätte da echt Bock zu. Aber gut. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der so kranke Gedanken hat. So. Das ist violetter Spargel. Willst du mich verarschen? Ich brauche 2 normaler Spargel. Also die Quests sind doch verflucht, oder? Das Spiel verarscht mich. Danke. Mit der zerstört man sich sein Leben. Ich meine mit Gabrielle. Es kommt drauf an. Vielleicht braucht sie ja nur ein bisschen Liebe. Es gibt Leute, die sind sehr deprimiert, weil sie keine Liebe in ihrem Leben haben. Und wenn sie die große Liebe gefunden haben, kann es durchaus sein, dass sie ihren Charakter ändern. Kann durchaus sein. Schön. Wann wird MJ eigentlich wach? Irgendwann zwischen... Also normalerweise muss ich ihn wecken. Der macht von alleine sogar nicht auf. Der ist ein sehr, sehr guter Schläfer. So circa um 3... Irgendwann zwischen 2:30 und 3 wacht er entweder auf oder ich wecke ihn auf. Hm. Gib zu, du liebst Zicken. In Spielen auf jeden Fall, weil es so schön Spaß macht, sich über die aufzuregen. Ich mag das wahnsinnig gerne. So perfekte Charaktere sind mir zuwider. Das ist viel zu langweilig. Ich finde es richtig toll, sich über Charaktere aufzuregen, wenn die schon wieder Scheiße gebaut haben oder sowas. Finde ich super. Aber im Real Life tatsächlich, mit solchen Menschen gebe ich mich nicht ab, weil es ist jetzt nicht überheblich oder sowas, aber mir ist mein Leben zu kurz, als dass ich mich mit überaus zickigen Menschen umgeben müsste. Ich habe lieber Spaß im Leben und Leute, die mir den Spaß im Leben verderben, mit denen habe ich nichts zu tun. Da habe ich nichts. Das will ich nicht. Aber willst du mit der dann wirklich ein Kind? Das kommt drauf an. Es kommt drauf an. Vielleicht entwickelt sich ja daraus eine wahnsinnig tolle Familiengeschichte. Durchaus möglich, liebe Leute. So. Verkaufen. Aber wir könnten jetzt endlich mal ihre Quest wenigstens abschließen. Wir haben nämlich jetzt die 2 Gräser, die sie haben will. Ich glaube, es waren nur 2, deswegen... Ich behalte mal den violetten Spargel nur so aus Sicherheitsgründen. Ja, ups. Vielleicht ist sie ja jetzt gerade zu Hause und dann können wir ihre Quest abgeben. Das wäre ja schon mal was. Mais. Ich kann das Wochenende auch nur gut nutzen zum Streamen, weil das Mini-Mi erst später wieder da ist. Ja gut, in dem Falle eine ähnliche Situation wie bei mir. Ich benutze die Situation ja eigentlich auch immer nur dann aus, wenn der Kleine halt gerade schläft. Und ich mich halt nicht um ihn kümmern muss. Also was ich auf gar keinen Fall tun würde, ist ihn quasi hier an die Seite stellen und ihn spielen lassen einfach oder irgendwie sowas. Und ich streame dann hier nebenher. Oh Gott, stell dir mal vor, das kann ich gar nicht. Der hängt mir so am Arsch. Der würde dann die ganze Zeit hier hochkrabbeln wollen und zugucken wollen, was ich hier mache. Ist halt echt so. Grassamen. So, jetzt würde ich aber ganz kurz mal gucken, ob unsere... Die ist nur nachts da. Die geht nur nachts raus. Was ist das für eine komische Tierärztin? Okay, die kennen wir ja noch, aber für die haben wir immer noch nicht das nötige Holz. Die wollten ganz spezielles Holz haben. Ah,
Ich würde gerne mal eine Quest abschließen. Sonst machen wir halt gleich wirklich die Hauptquest weiter. Das ist die in der anderen Stadt, in dem anderen Dorf, wo wir am Strand vor kurzem gewesen sind. Da müssten wir einfach jetzt nochmal mit den Charakteren weiterreden und dann würden wir die Hauptquest wenigstens weiterverfolgen. Weil hier die Sidequest irgendwie kommt ja nicht voran. Ich weiß auch nicht. Ich sehe jetzt schon die Scheidung. Aber wenn, dann hole ich mir den besseren Scheidungsanwalt, ja? Die kriegt nur so einen Lappen oder so. Ich bezahle den auch nicht. Das darf ich schön selber bezahlen. Okay, es wird langsam wieder dunkel. Die Bäume sind leider auch noch nix. Schade, schade. Die brauchen ganz schön lange tatsächlich, ne? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann wir die gepflanzt haben? Das ist schon ewig her. Das war am letzten Stream. Die brauchen echt... Oh, da ist noch ein Pilz gewesen. Die brauchen echt sehr lange, bis sie auf vollster Höhe sind. Die Beziehung mit Kind ist dann reif für RTL. Oh ja, eine Reality-Show. Oh, das wäre doch cool. Dann wären wir die nächsten Kardashians. Auch nicht schlecht. Da muss Gabrielle sich nur noch einen dicken Hintern anfressen. Und dann sind wir Keeping Up with the Toffees. Ja, warum denn nicht? Madame würde dann mitmachen wollen und das geht halt nicht. Und Welpe muss halt auch noch viel Ruhe lernen. Multitasking. Ja, eben. Das ist es halt, das ist es halt. Man stellt sich das immer so einfach vor, aber so einfach ist es halt leider nicht, ne? Kinder sind sehr anspruchsvoll. Okay. Ja, ich hoffe, dass die Marguerite... Ne, warte mal. Ich gehe nochmal jetzt ganz kurz zu Gabrielle. Jetzt gehe ich nochmal kurz. Jetzt ist ja dunkel. Vielleicht ist sie ja tatsächlich jetzt vorm Haus. Weil die kommt ja immer nur abends raus. Und dann kann ich ihr wenigstens das Zeug wiedergeben. Würdest du zulassen, dass dein Sohn auch mit 8 anfängt zu zocken? Bestimmt. Tatsächlich ist das Spielen mit Konsole tatsächlich auch gut für die Fingerfertigkeiten. Also motorische Fähigkeiten werden dadurch ja auch gefördert. Du darfst es nur nicht übertreiben. Also damit kann man Kindern halt einfach die Motorik ein bisschen näher bringen, weil sie halt nachdenken müssen. Sie müssen drücken und das im richtigen Moment und sie müssen zwei verschiedene Sachen machen. Einmal lenken, einmal drücken. Das ist schon förderlich für die Motorik. Aber du darfst es nicht übertreiben. Das ist schon, ne? Ne? Ich denke, so kann man das gut beschreiben. So, jetzt reden wir mit unserer Zicke. Wie geht's mit der Aufgabe, die ich dir gegeben habe, voran? Also dann mach nur weiter. Hä? Was? Ich dachte, ich habe alles für dich. Brauchst du mehr? Drei Grad. Ich habe 2 im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Die Tatsache, dass wir nicht wissen, dass wir jetzt nochmal weiter warten müssen, bis die Aufgabe erledigt ist. Oder, dass wir jetzt unnötigerweise mit Gabrielle reden mussten. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Ich nehme das mal mit. Round up with the Sparks. Wegen Round Sparks. Gut, gut. Mailmoon hat ein Update auf dem PC, vielleicht auf der Switch auch. Ich habe vorhin auf jeden Fall mal ein paar Updates gemacht, Toda. Bis jetzt habe ich noch keins gesehen, aber vielleicht jetzt im Laufe des Tages gekommen. Aber am Sonntag? Nochmal Ocelot streichen. An einem Sonntag ein Update? Ist komisch, oder? Ich glaube, wenn, dann kommt es irgendwann im Laufe der nächsten Woche, würde ich mal vermuten. Mail möchte ich auch weiterspielen. Guck mal, die sind alle verdorrt. Weil ich sie nicht gießen konnte. Dann nehmen wir verdorrtes Zeug mit. Vielleicht können wir damit noch was anfangen. Das gebe ich ihr einfach. Dann weiß sie ganz genau, was ich von ihr halte. Ich gebe ihr verdorrtes Gras. Und sag, da hast du. Schmeiße ich ihr vor die Füße und sag, hier, bitte. Nee, noch nicht mal bitte. Sag ich einfach nur, da. Und renn weg. Und kicher. Das wäre doch was. Warum will ich wohl nur abends rauskommen? Weil sie tagsüber ja so wahnsinnig beschäftigt damit ist, keine Tiere zu pflegen. Die Tierärzte die Tiere hasst. Tut mir leid, die ist dumm. Aber wie gesagt, man soll die Hoffnung ja eigentlich auch nicht aufgeben.
Es gibt auch Menschen, die sich ändern können. Vielleicht kann die sich auch noch ändern. Vielleicht ist es ja im Verlauf der Geschichte so, dass sie sich noch ändern wird. Das ist der große Plot-Twist am Ende. Kann ich das verdorrte Zeug eigentlich verkaufen? Ach, ich kann es nur wegmachen. Ich habe das noch nicht mal in der Tasche. Okay, gut zu wissen. So. Da. Josa87 war nett mit euch. Ich muss los, mein Mittagessen machen. Schönen Sonntag an alle. Wünsche ich dir auch, Josa. Wünsche ich dir auch. Wunderschönen Sonntag noch.